Braucht die Schweiz? Braucht das Ausland? Brauchen wir eine zweite Gotthardröhre? Geht es auch anders? Lässt man die zwei Spuren wirklich geschlossen oder sind plötzlich alle vier offen? Wie steht es mit der Sicherheit? Stau am Gotthard, Stau aber auch in der Agglomeration Luzern. Reicht das Geld vom Bund für beides? In Sempach hat man darüber diskutiert. Mit dabei Bundesrätin Doris Leuthard, der Regierungsrat Robert Küng, die Ständeräte Konrad Graber und Filippo Lombardi, Nationalräte Regula Ritz und Thierry Burkhardt, der Regierungsrat Markus Züst und vom Gewerbeverband der Gaudenz Zemp sowie rund 700 Besucher in der Festhalle. Der Ständerat Konrad Graben vertritt eine eigenständige Position und sagt Nein zur zweiten Gotthardröhre. Seine Argumente dagegen? Konrad Graber, CVP hatte nicht ganz so leichten Stand heute gehabt. Welche Argumente sprechen gegen die zweite Gotthardröhre? Ja, ich habe ziemlich viel Support bekommen hier. Ich sehe wenig Gründe, die für eine zweite Röhre sprechen aus Sicht des Kantons Luzern. Sondern die Diagnose wird sein, dass die Verkehrsprobleme, die wir heute haben, um ein Vielfaches stärker werden. Und mit anderen Worten, wir werden die Ausstau haben. Die OECD redet von einer Verdreifachung des Verkehrs bis ins Jahr 2050. Wenn wir das auf dieser Achse wollen, dann muss man zustimmen. Wieso, dass man sonst dafür sein sollte, muss ich sagen, sehe ich eigentlich keinen Grund. Gibt es Alternativen? Es wird ja fast heute so ein bisschen dargestellt worden, als gäbe es keine wirkliche Alternative. Mal, es sind ja Alternativen sogar vom Bundesrat präsentiert worden. Die hat er dann am Schluss verloren. Und die Alternative, ich kann Ihnen sagen, ich komme fast im Wochentakt jetzt irgendeinen Vorschlag über, was man noch könnte machen. Es braucht ein Nein am 28. Februar, damit man kreative Ideen kann weiterverfolgen kann. Beachten Sie auch die Sondersendung zur zweiten Gotthardröhre. Den genauen Ausstrahlungstermin blenden wir dann ein auf den Programmtafeln.